Herzlich willkommen bei Motorwoche. Heute habe ich was ganz Besonderes hier, und zwar einen Kona. Und eigentlich ist er gar nicht mehr so besonders für uns. Wir haben den Kona Elektro getestet, wir haben den Kona Hybrid getestet und auch schon den 1.6er Turbo. Aber was ist jetzt neu? Wir haben hier das Facelift, so gesagt. 2021er Modelljahr und auch erstmals als N-Line verfügbar. Und gleichzeitig haben die auch ein bisschen mehr Leistung in den 1.6er reingepackt. Statt 177 PS vorher haben wir jetzt 198 PS. Und wie sich das Ganze fährt, erkläre ich euch jetzt gleich. Vorab kommen wir aber zum Design. Und das Design hat sich grundlegend verändert. Vor allem aber auch jetzt zum Facelift. Denn es gibt auch die normale Variante vom Kona. Die hat nochmal deutlich mehr Schutzbeplankung in Plastikoptik, und hier haben wir fast alles lackiert und einen deutlich aggressiveren Blick. Der Grill ist viel breiter als beim Vorgänger, wir haben etwas andere Tagfahrleuchten und vor allem auch ein anderes Design in den LED-Scheinwerfern. Mir persönlich gefällt es sehr gut und es nimmt auch das Design des Kona N vorweg. Der Kona N-Line kommt immer auf 18 Zoll Räder und hier sieht man dann auch den Schriftzug, dass es hier sich nur um die N-Line handelt, also entweder 120 PS oder 198 PS. Wir fahren den Wagen in der Farbe Pulse Red in der Kombination mit dem schwarzen Dach. Mir persönlich gefällt es sehr gut, ist einer meiner Lieblingskonfigurationen beim Kona. Auch die Heckpartie beim Kona hat sich etwas verändert, die Signatur der Rückleuchten, sowie hier unten das Ganze ist jetzt etwas in Klarglasoptik gehalten und wirkt einfach frischer. Des Weiteren haben wir einen angesetzten Diffusor mit einer Doppelauspuffanlage. Das nimmt auch schon wieder das Design des Kona N vorweg. Wie gesagt, es gibt den 1 Liter Turbo als Schalter mit 120 PS und wir fahren den großen 1,6 Liter mit 198 PS. 265 Newtonmeter Drehmoment, das Ganze ist schon ein sehr, sehr spritziger Motor. Diese Variante hier ist ein Frontantriebslayout. Wir können aber auch einen Allradler bestellen, wenn wir möchten, für 2000 Euro mehr. Mir persönlich sagt das Ganze hier aber mehr zu, da dann der Verbrauch geringer ist. Wie auch schon der Vorgänger ist das ein 1,6 Liter Motor. Der Vorgänger hat 177 PS, hier 198 PS. Beide schaffen es in 7,7 Sekunden auf 100 km/h und schaffen Spitze 210. Das Tolle an dem Motor ist, wir kennen den eigentlich aus dem Proceed GT oder bald auch aus dem i20N. Also wir wissen, er hat Potenzial und er macht auch echt viel Spaß. Also wenn man mal einen Kona Probe fahren möchte, und es muss nicht unbedingt die Kona N Variante mit 280 PS sein, dann ist der hier auf jeden Fall eine tolle Alternative. Der Kofferraum des Kona fasst 374 Liter in der Standardkonfiguration, das heißt bis hierhin. Wenn ich diese so umklappe, sind es 1150 Liter und dann passt auch wirklich was rein. Für die meisten wird das ausreichen. Ich persönlich finde das ein bisschen wenig, aber passt. Unterwegs mit dem Kona N-Line und der wichtigste Part für mich in diesem Fahrzeug ist einmal der Verbrauch. Angegeben sind 5,6 Liter, die erreicht man nicht unbedingt. Eher 7 bis 9 Liter je nach Fahrweise sind auf jeden Fall nötig. Anders geht's nicht. Er hat leider keinen 48 Volt Mildhybriden wie die normale Schaltervariante mit 120 PS. Deshalb ein reiner Verbrenner. Hat mich sehr gewundert, dass Hyundai da nicht auf die 48 Volt Technik aus dem Tucson setzt. Aber trotz allem, er macht auf jeden Fall richtig Laune. Je nachdem, in welchem Fahrmodus ich unterwegs bin, hängt der Kona richtig gut am Gas. Ich kann hier am Hebel aussuchen, ob ich im Eco-Modus, im Normalmodus, im Sportmodus oder in die Offroad-Funktionen Snow, Mud und Sand unterwegs sein möchte, und dann kann ich das Getriebe auch noch auf S stellen und dann schaltet er wirklich richtig schnell. Selbst ein GT Clubsport ist da gar nicht so viel schneller. Schade finde ich, dass man hier kein adaptives Fahrwerk bestellen kann, denn das Fahrwerk ist schon ziemlich straff hier im Kona. Das war schon immer ein Thema, das haben wir im Hybrid schon bemängelt. Trotz allem passt das zu der sportlichen N-Line-Optik. Beim normalen Prime zum Beispiel würde es mir schon zu hart sein. In Amsterdam haben wir den Kona Hybrid vor Facelift getestet und dort ist das erste Mal das BlueLink-System im Kona eingeführt worden. Das hat jetzt der Verbrenner auch und das Ganze ist hier schon die zweite Generation mit neuen Icons. Das Ganze funktioniert nochmal deutlich schneller und man kann sogar über BlueLink den Kalender des eigenen Smartphones hier synchronisieren und schauen, wann der nächste Termin ist. Was mir natürlich auch sehr gut beim BlueLink gefällt, ist die Kartenansicht, die wirklich über das ganze Display bei 10,25 Zoll fungiert, und hier auch mit den Live-Verkehrsdaten funktioniert das Ganze super intuitiv.
Ganz neu im Kona ist jetzt auch das digitale Cockpit, auch mit 10,25 Zoll, genauso groß wie unser Infotainment-Display. Und wenn ich die Fahrmodi verstelle, dann verändert sich auch die Optik der Anzeigen. Mir persönlich gefällt das ganz gut. Was mir persönlich aber fehlt, ist eine große Navi-Karte, die ich hier mir anzeigen kann. Das wäre noch eine Sache, die das Ganze deutlich abrunden würde. Ansonsten hat sich nicht ganz so viel verändert. Mir persönlich gefällt noch als Highlight der N-Line der dunkle Dachhimmel. Kommen wir also zum Preis des Kona N-Line. Das Ganze fängt an bei 26.000 Euro mit der kleinen Maschine. Dann packt man noch den großen Motor dazu und auch noch das Assistenzpaket und das Navi-Paket, was wir jetzt hier drin haben. Dann landet man bei einem Listenpreis von 32.200 Euro. Auf den ersten Blick hört sich das ziemlich teuer an, aber natürlich gibt es auch wieder Nachlass, den Hyundai gewährt. Ich würde mal sagen, so wie er hier steht, würde ich wahrscheinlich um die 28.000, 29.000 Euro bezahlen. Jetzt hört sich das Ganze doch sehr interessant an, denn ein T-Roc oder auch einen Ford Puma ST sind doch deutlich teurer. Und hier bin ich richtig gut ausgestattet, habe 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung und ich finde ein wirklich sehr stylisches Auto. Und auch das Fahrgefühl macht richtig Bock auf mehr. Ich freue mich auf den Kona N, aber mir persönlich würde auch diese Maschine reichen, denn 198 PS sind heutzutage immer noch eine Ansage. Das war's mit unserem kleinen Video zum Kona N-Line. Das ist ein kleiner Vorgeschmack zum Kona N. Da werden wir auf jeden Fall ein ausführliches Video dazu machen, denn ich bin richtig heiß drauf, die 280 PS mit 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe in diesem Auto zu spüren. Das war unser Video zum Kona N-Line. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch das neue Design vom N-Line gefällt oder doch der Vorgänger. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen.